Grüßt euch, Servus, da bin ich wieder, der Wolfi. Herzlich willkommen hier bei mir in meiner Backstube. Haha, heute haben wir wieder backen. Mir ist ganz schrecklicherweise eingefallen, ich habe ja noch gar kein Osterlampe gemacht. Also ein Osterlamm ja, gebacken. Liebe Freunde, mir ist ein Malheur passiert. Ich wollte Osterlamm backen und was habe ich gebacken? Ein Osterhasen. Also, Osterlamm und Osterhase, das Rezept ist dasselbe. Ich habe nur aus Versehen die verkehrte Form erwischt. Also, aus meinem Osterlamm wird der Osterhase. Und nach dem Intro geht's los und dann zeige ich es euch. Ja, schauen wir mal, was wir alles hergekriegt haben. Für mein Osterlamm, ganz wichtig, brauchen wir eine Form. Diese Form, die steht aus zwei Teilen. Die habe ich gebuttert und schon mal mit Semmelbrösel eingestaubt, sage ich jetzt einmal so. Gut, wir brauchen dann 125 Gramm zimmerwarme Butter. Überhaupt wichtig, dass alles Raumtemperatur hat. Ich habe vorbereitet ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillenzucker, 100 Gramm normalen Zucker, Kristallzucker, 200 Gramm Mehl, 3 ganze Eier und natürlich meine Maschine. Gut, zuerst werde ich jetzt hier die Form einmal zusammenbauen. Schaut her, da haben wir vorgestanzte Vertiefungen. Da nimmt man die Klammern, die hier dabei sind, geht dort hinein und klappt die Bügel um. Normalerweise, aber ich bin da dazwischen geraten. Also, so, jetzt. So soll es sein. Gell? Gut, und das wird dann so hingestellt. Ich gehe mal das zur Seite und dann geht's los. Zuerst müssen wir die Butter mit dem Zucker verrühren. So, machen wir es so, dann geht's leichter. Wie gesagt, sollte Zimmertemperatur haben. So, den ganzen Zucker dazu. Und jetzt vorsichtig hier den Vanillezucker. Man kann auch Vanillepaste nehmen. So, Vanillearoma, was ihr gerade zur Hand habt oder mit was ihr am liebsten arbeitet. Ganz einfach. Wenn ihr dann auch so eine, naja, nicht so gute Maschine habt wie ich, dann ruhig zwischendrin mal hergehen und die Butter hier vom Boden in die Mitte schieben. So. Da denke ich, ist bald mal eine andere fällig. Weil das nervt ganz gotterbärmlich. So, und jetzt geben wir so nach und nach immer ein Ei dazu. So, nachdem die Eier, die ich eins nach dem anderen reingegeben habe, alles schön verrührt ist, gebe ich jetzt löffelweise das Mehl dazu.
Natürlich gehört in diesen Teig auch eine Prise Salz. Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Aber das wird ein wunderbarer Teig, ich verspreche es euch. Und nun zu guter Letzt gebe ich das Backpulver dazu. So. Das habe ich euch ja das letzte Mal schon erklärt, als ich den Marmorkuchen gemacht habe. Ich mache mal einen Link oben rein. Warum, wieso, weshalb. So, und schon ist der Teig fertig. Der geht ruckzuck, liebe Freunde, ruckzuck. Also ein Osterlamm backen ist keine Ewigkeitsgeschichte, ich schwöre es euch. Und das kann man zur Not auch noch ganz schnell in der Früh als Überraschung machen. So, jetzt mal probieren. Ich liebe den rohen Teig. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir zuerst hier den Kopfbereich befüllen und darauf achten, dass die ganze Luft draußen ist. Nicht ganz so easy, nicht ganz so einfach, aber mit ein bisschen Geduld und etwas Fingerspitzengefühl geht das schon. So, ein bisschen klopfen, dass es nach unten flutscht. Ja, komm halt, geh rein. So, mit einem Löffel etwas hineinstoßen. So, sehr gut. Schön, 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 schön. So, ein bisschen was gebe ich noch rein. Macht es euch bitte nicht zu voll. Der Teig geht ja noch auf. Und dann geht es vielleicht über und das wollen wir ja nicht. Damit der Backofenboden nicht bekleckert ist, habe ich mir in dem Backofen noch mein Reindl stehen und da werde ich jetzt die Form reingeben. Ich werde bei das Lämpchen bei 170 Grad Umluft für ca. 30 Minuten backen. Und dann schaue ich mal mit dem Stäbchen nach, was Sache ist. Wer keine Umluft hat, bitte, ist kein Problem. 180 Grad Ober-Unterhitze, 35 bis 40 Minuten. So. Heiße Ware. So. So. Eine halbe Stunde ist vorbei. Jetzt machen wir mal den Steckchentest. Stäbchentest. Ist nichts mehr dran. Das Lamm ist fertig. Das können wir jetzt rausholen. So. Die Form lassen wir hier jetzt für 10 Minuten auskühlen und dann können wir die Klammern öffnen und nachschauen, was ich gemacht habe. Ja, und jetzt sind wir mal neugierig, wie das Lämpchen ausschaut. So.
Seite her schaut schon wunderbar aus, gell? Jetzt hoffen wir, dass die andere Seite genauso ausschaut und unfallfrei aus der Form kommt. Huhu, schaut euch das wunderbare Lämmchen an. Ein Traum, ein Gedicht. So. Diese Überstände hier, die könnt ihr dann mit einem feinen Messer wegmachen. Ja. Jetzt werden wir es mit Puderzucker bestauben. Deswegen sagt der Österreicher ja auch Staubzucker dazu. So. Wie ich den selber mache, das verlinke ich euch da oben. So. Also das ist eine Möglichkeit selber zu machen, wenn man vergessen hat, einen einzukaufen. Der schaut jetzt wunderbar aus. Den werde ich jetzt nicht anschneiden und nicht probieren. Ich freue mich heute einfach, dass er so schön geworden ist. Was ich noch sagen wollte, das Rezept, das ich euch gezeigt habe, das ist für zwei solche kleine Lämmer. Und man kann auch das in Hasenform nehmen. Oder, was noch besser ist, ihr kauft euch eine größere Form. Liebe Freunde, ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch mein Lämmchen bzw. das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, einen netten Kommentar oder lasst mir ganz einfach ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. In dem Sinne wünsche ich euch schöne Osterfeiertage und sage, pfiat euch, servus, bis zum nächsten Mal. Der Wolfi.